Als Journalist auch, oder? Ja, auch ein bisschen. Und, okay. Ja, das ist mein zweiter, dritter Hobby. Okay. Und der Hauptberuf ist aber, Schauspieler? Nein. Nein? Falsch. Okay. Ich bin vor allem Tänzer und hauptsächlich Choreograf. Also das ist meine Hauptrolle, kann man sagen. Okay. Also Choreograf und Schauspieler, ja, kann man auch sagen, aber das ist für mich mehr Bonus. Ich unterrichte auch in der Schule, Konservatorium, also aus verschiedenen Arbeiten. Und wie kam jetzt der Kontakt zustande für den Hellboy-Film? Das war kompliziert, aber eigentlich einfach. Das ist so passiert. Mhm. Das war alles in Prag. Ich komme aus Prag, ich bin Tscheche und Guillermo del Toro hat Blade 2, zweite Part von Blade in Prag gemacht und für dieses Film, er brauchte, ich weiß nicht wie viel Stück, Reapers. Also das war ein Casting, ich war dabei und habe gewonnen. Also ein paar Typen aus Reapers, wir waren dabei und ich habe dann auch die Choreografie, aber keine Tanzchoreografie, es geht um Charakter, kann man sagen, ja. Die Choreografie für Reapers entwickelt. Also das war meine Hauptarbeit, kann man sagen, in Blade 2. Ist jetzt eine Entschuldigung. Ich muss es ändern. Also das war Blade 2, erfolgreich. Ich war sehr zufrieden, Guillermo und Mr. Palmer als Produzent auch. Und zwei Jahre später, glaube ich, habe ich schon ein Angebot von Guillermo. Er wusste, er wird Hellboy, erster Teil in Prag, wieder machen. Also dann hatte ich mich schon ein Angebot für Krönen, für diese Figur. Einfach, das war schön. Also so ist es entstanden. Wie hat sich das jetzt angefühlt, einen Nazi zu spielen in so einem Comic-Universum? No, das war ein bisschen für mich, das war ein bisschen schwer, ja. Wenn noch meine Großmutter lebt, es wird ein bisschen kompliziert, ja. Ich konnte das niemals erklären, aber jeder normale Mensch, wir hassen Nazi und Zweiten Weltkrieg. Und okay, in meinem Kopf, es war einfach so, okay, ich mag es nicht und es wird, diese Figur ist negativ, also ich bestätige, dass einfach die Nazi nicht gut waren. Also, wenn Sie verstehen, wie ich das meine, ja, es war einfach so. Jetzt. Aber, Entschuldigung, noch eine Zutat. ich persönlich mag die erste Minuten, 10 Minuten kommen vom Zweiten Weltkrieg, dann Schnitt, dann gegenwärtig. Also gegenwärtig, das macht mir mehr Spaß gemacht. Erstens die Messer, das war sehr interessant. Das Kostüm auch, Outfit, Design, also das war für mich bessere Teil als Zweiter Weltkrieg Anfang. Auch weil das dann mehr beim Tänzer ist mit der Choreografie und dann den Action. Ja, ich hatte schon ein paar Erfahrungen mit Martial Art. Ich hatte einen sehr guten Freund, auch in Tschechien. Er entwickelt diese Sachen nicht nur für Filme, auch für Fernsehen und Musicals. Und wir kennen uns sehr lange. Also er hat mir damit ein bisschen geholfen, einfach die Gründe. Du musst das so machen, bla bla bla, und ich habe das einfach gelernt. Das ist 3 Monate gedauert, also nichts Leichtes, aber ja, das war etwas, ich wollte es einfach können lernen, ja. Und das war auch ein Angebot für Guillermo, Regisseur und Produzent. Normalerweise diese Stunt-Szene sollte Amerikaner, Stand Coordinator machen. Aber dann, ich habe einfach gefragt, hey Guillermo, kann ich es auch versuchen lernen? Ja, gerne. Und für die Produzenten, für den Filmmaker, es ist immer einfacher und besser, wenn der Schauspieler selbst diese Sachen macht. Weil dann, wenn kommt ein Doppel oder Double, das ist immer
schon, das ist schon kompliziert, ja. Make-up, zweite Kostüm, die Figur so auch ein bisschen ähnlich aussehen. Also es ist besser, wenn Schauspieler die Sachen selbst macht. Geklappt. No. Jetzt ist Hellboy eine relativ vielschichtige Figur, es ist Humor in der Vorlage drin, es gibt diese ernsteren Momente. Wie war das jetzt so für das Team mit Ron Perlman und so weiter, diese Feinheiten rauszuarbeiten? Also es ist ja kein richtiger Nazi, es ist ja alles überzogen, ja. Und war das eine besondere Herausforderung, das zu spielen, dass man es weder lächerlich wird, sondern dass es auch nicht zu düster wird, sondern dass man genau diesen Ton kriegt? Das ist... Wissen Sie, es ist so, das ist Film, also das ist kein Theater, also zum Beispiel mit Ron Perlman, ich habe mit ihm nicht so viel mal getroffen, das war paar Mal, kann man sagen, und beim Film ist es immer so, sie machen einfach die Teilen, ja, und dann erst im Kino, sehen einfach, wie wird das ansehen, das Film, ja. Also es, wenn ich meine, die Kontinuität oder so etwas, dass okay, dass das witzig ist, das habe ich erst im Kino gesehen, ja, weil ich habe nicht so viele Sachen gesehen. Ja, es war einfach so, mit Ron Perlman, das war tolle Zusammenarbeit, ja, er ist total lieb und professionell. Manchmal wirklich eine witzige Geschichte, er hatte dabei zwei Söhne. Und sie waren ungefähr 2 Wochen und einmal Ron Perlman ist zu mir gekommen und er hatte gesagt, hey du, Laddy, I think I have to hate you because my 2 sons like you more than me, Hellboy. No, witzig, aber ja, das hab ich schon gesagt, kann man sagen. Seid ihr zufrieden mit Antwort? Ja. Mhm. Ist ein schönes Kompliment, ne? Ja. Ja. Haben Sie sich jetzt vorbereitet auf dieses Universum von Hellboy, auch die Comics gelesen, oder haben Sie da jetzt so gar keinen Bezug zu dem Thema Comics? Ganz spontan. Ich bin nicht sehr großer Fan von Comics, aber ein Fan von Comics. Und wenn ich Angebot von Guillermo für Hellboy, für Krönenfigur bekommen habe, ich hatte keine Ahnung, dass Hellboy existiert. Okay. Hey, ganz objektiv, ich sage es. Also dann gleich den gleichen Tag war ich in Prag. Das war auch ein Problemchen, das Heft von Hellboy, Seeds of Destruction, einfach das kaufen. So, das war ein Problemchen, ja. Aber trotzdem, das ist geklappt und ich habe das gelesen. Dann habe ich auch das Buch von Guillermo bekommen. Also alles zusammen, es sah sehr schön aus und interessant aus. Also ich hatte keinen Grund, Nein zu sagen. Ja. Das war super. Wieso war das ein Problem, den Comic zu kommen? Weil es den in der Tschechischen Republik nicht gab? Oder? Nee, in Tschechien, Comics hat nicht so große und lange Tradition. Das ist so einfach. Schon auch jetzt im Jahr 2017, es gibt keine Comic-Con oder keine Movie-Weekend, Horror-Weekend, Movie-Days, es gibt nichts Ähnliches. Also ich in Tschechien bin ich einfach nur Ladia Beran, der einfach Choreografie macht. Dass ich Hellboy und Blade 2 gemacht habe, das wissen nicht alle. Ich bin kein Star in Tschechien. Star bin ich in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Es ist ein bisschen komisch, aber es kommt von auch ein bisschen tschechischen Naturell. Ja. Wir sind einfach ein bisschen fremd, ja, Tschechen. Aber Comics hat es entwickelt erst in Tschechien. Ja. Auch wenn ich meine, die Geschäfte mit diesen Comics-Sachen und Klamotten und Hefte, es gibt sehr wenig, sehr wenig. In Prag schätze ich nur 1 oder 2, 3 Geschäfte. Und Prag ist Hauptstadt, 1 Million Einwohner, trotzdem. Also es entwickelt sehr langsam. Und wenn eventuell Comic-Con in Tschechien ist, ich bin nicht überzeugt, dass einfach Tschechen gehen und einfach so viel Geld für das Foto und Unterschrift rauswerfen. Wir sind einfach anders, ja. Wir sind anders, Tschechen.
Zwei Fragen hätte ich dann noch. Ja. Ist jetzt eine Verbindung auch geblieben zu diesem Hellboy-Universum, weil es soll ja einen Neustart geben, es soll ja neue Filme jetzt geben mit anderen Darstellern. Verfolgen Sie das? Oder? Das ist, ich muss sagen, damit sollte ich starten eigentlich. Ich habe schon gesagt, okay, Tanz, Choreografie, manchmal Regie auch, aber vor allem für das Theater, Fernsehen, Werbung, Events und okay, manchmal auch für das Film. Also ich habe Blade 2 gemacht, dann Hellboy, dann es war eine Möglichkeit, Guillermo hat Pan's Labyrinth gemacht und da spielt, ich vergesse es immer, wie heißt er. Es ist ein Tier. Ja. No, also ich hoffe, okay. Spielt keine Rolle. Also diese Figur, ich sollte spielen. Schon wieder im Make-up. Ich war schon in Barcelona zweimal wegen Special Make-up-Proben und dann ist es etwas passiert, aber bis jetzt keine Erklärung. Das kommt mir ein bisschen schade. Weil sie haben mir einfach gesagt, okay Larry, sorry, aber das Film wird, das ist alles abgesagt. Die Aufnahme. Ah, okay, schade. Kosten und bla bla bla. Also das war einfach für mich vorbei. Aber das war ein riesiges Zufall. Ich habe den Typen von Barcelona in Prag getroffen. Das war echt Zufall. Und wir haben davon geredet und ich habe gesagt, hey, es ist schade, dass einfach Pan's Labyrinth ist abgesagt. Und dann wie abgesagt? Wir arbeiten daran immer weiter. Nein. Also das muss ich sagen, ohne Erklärung, es kommt mir ein bisschen schade. Aber ja. Das war letzter Kontakt mit Guillermo und dieser Team. Und okay, in Tschechien, ich habe eine kleine, sehr kleine Rolle Mission Impossible, Ghost Protocol gespielt. Das war auch in Prag partiell gemacht. Also da spiele ich Russian Guard, aber mit meinem Gesicht ohne Make-up. Das war der Grund. Ich habe gesagt, ja, sehr gern. Und ich rede da ein paar Wörter Russisch, russische Sprache. Das mussten wir alle in Tschechien bei Kommunismus lernen. Also ich kenne Russisch sprechen. Okay, ich brauche es nicht, aber in diesem Film, ich sage paar Sätze in Russian. Also das war letzte Geschichte. Kontakt dann. Ja, genau. Ja. Okay. Letzte Frage, wie ist es jetzt aus Ihrer Sicht, diese Comic-Cons? Also wir haben das in Deutschland seit 2-3 Jahren sehr, sehr stark, dass das sehr boomt. Ist das dann einfach auch eine Chance vielleicht, dann andere Rollen zu bekommen oder dass man auch nochmal praktisch das die Früchte ernten kann für die Arbeit, die man hatte mit dieser Kultfigur, jetzt auch mit diesem Film. Wie ist das so für Sie, diese Cons? Wie soll ich sagen? Ich arbeite mit Dark Zone, mit Eric 6 Jahre schon und dankbar Eric, ich kenne diese Veranstaltungen. Ja. Für mich das ist immer einfach sehr angenehmer Ausflug, muss ich sagen. Ja, weil das, was ich hier erlebe, das habe ich niemals in Tschechien erlebt. Es einfach wird niemals passieren. Keine Tradition, keine Wille, etwas Ähnliches machen. Also in Tschechien bin ich einfach Tänzer und Choreograf. Und dann komme ich nach Deutschland und ist es anders, ist wie ein Matrix. Also ich genieße es, das ist die erste Information. Ich genieße es immer und spielt keine Rolle, ob zu mir 10 oder 100 Fans kommen. Das ist einfach sehr, sehr angenehm und spontan. Ich mag es. Und beste Comic-Con, die ich erlebt habe, das war letztes Jahr in Dublin. Das war auch mit Dark Zone. Und das war echt sehr schön gemacht, professionell. Die Organisation war total gut. Dublin, sehr schöne Stadt. Und alles war so gemütlich. Hier sieht es auch sehr schön. Es gefällt mir, es ist einfach groß. Es ist einfach offen, es ist nicht so, also ein bisschen Luft. Ich bin sehr gespannt, ja, für Hannover, muss ich sagen.
Ja, sehr schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, gleichfalls. Schöne Zeit hier. Gleichfalls. Dankeschön.